Ich war nicht in Brasilien. Ich habe mir den Luxus geleistet, die Torhüterleistungen der WM am Fernseher zu verfolgen. Ich war auch nachher recht froh darüber, weil ich glaube, da habe ich gerade in diesen speziellen Fällen, wenn ich die Aktionen der Torhüter bewerten will, mit vielen Zeitlupen, mit vielen Perspektiven, hat man da mehr zu sehen, als wenn man das live im Stadion sieht. Ich fliege auch nicht mehr gern so lange, deshalb wollte ich da nicht unbedingt hin. Gestern haben wir vom Lutz-Michael Fröhlich über die Schiedsrichterleistungen der WM einen Vortrag gehört. Ich habe ihn nachher gefragt, wieso er denn nicht die Szene der Szenen gebracht hat. Das war für mich eine der Szenen der WM. Manuel Neuer im Finale gegen Higuain. Ich will jetzt gar keine feste Position beziehen, nur ich will erwähnen, was ich gehört habe. Ich habe gehört von Elfmeter für Argentinien, haben Schiedsrichter gesagt, weil der Manuel Neuer, die Argumentation war, er nimmt halt billigend eine Verletzung in Kauf bei dieser wahnsinnig dynamischen, hohen Aktion, eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf, also von Elfmeter für Argentinien bis Freistoß für Deutschland, das kam raus nach, also das geht gar nicht. Ja, der arme Higuain hat noch einen Freistoß gegen sich bekommen, aber er war das Opfer in dem Fall, also er konnte wirklich nichts dazu. Ich komme gleich nochmal auf die Szene, wir sehen sie auch noch in bewegten Bildern. Ich war auch begeistert von Manuel Neuer nach der WM, muss ich sagen. Also ohne den wären wir nicht Weltmeister geworden. Ein Selbstbewusstsein größer. Ein Selbstbewusstsein größer geht's, glaube ich, im Moment dann nicht. Und dann funktionieren auch Situationen, die zumindest diskussionswürdig sind. Ein paar Szenen würde ich gern. Oder bei ein paar Szenen würde ich gerne zum Nachdenken anreden, ob das jetzt der Standard ist, so wie das in der Presse rüberkam, der Torwart ist der neue Libero und so weiter, das ist das Torwartspiel der Zukunft. Ich glaube, man sollte, wenn man sich ernsthaft und ein bisschen nüchtern und nach der Euphorie der WM ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man hier und da zu einem anderen Schluss. Also ich habe eine Meinung dazu, die sage ich auch gerne und dann wird das hoffentlich zur Diskussion anregen. Was ich machen möchte, ist Folgendes. Einmal über die Torwartleistungen bei der WM was sagen. Anhand von Beispielen, lässt sich wunderbar an Szenen zeigen, mit verschiedenen Perspektiven, die man auch mal anhalten kann oder noch mal schauen kann. Denn ich glaube, so der erste Eindruck oder mein erster Eindruck war, wir haben gute Torhüterleistungen gesehen bei der WM. Im Schnitt oder in der Mehrzahl gute Torhüterleistungen. Es gab auch andere große Turniere, wo man das nicht sagen konnte, aber bei dieser WM viele gute Torwartaktionen und wenig wirklich so Fehler, wo man sagt, oh Gott, Agathe, das war jetzt was ganz Schlimmes. Ich habe zwei dabei, die tun mir leid. Ich entschuldige mich auch jetzt bei Ihnen schon, dass ich sie Ihnen zeige, aber die muss man auch mal dann erwähnen. Dann möchte ich ein paar Sätze loswerden zum sogenannten modernen Torwart. Das geht ja auch schon seit einigen Jahren durch die Gazetten, durch Ausbildungen. Der moderne Torwart, Fragezeichen. Ich war selbst Torwart, meine aktive Zeit liegt jetzt, ich habe eben mal gerechnet, 33 Jahre zurück. Das ist Wahnsinn, aber so alt wird man. 33 Jahre zurück. Und ich habe überlegt, wie sah denn dein Torwartspiel aus? Kannst du das überhaupt vergleichen mit dem, was da heute passiert? Und ich sage schon mal eine Tendenz. Ich stelle das ein wenig in Frage, dass dieser moderne Torwart, Libero schon gar nicht, aber dieser moderne Torwart wird mir ein bisschen zu sehr ins Rampenlicht gerückt, zu sehr betont, weil ich glaube, beim Torwart kommt es immer noch auf Aktionen an, die Tore verhindern. Das ist meine Maxime, das ist auch etwas, was ich in Torwarttrainerausbildung vermitteln möchte. Ich glaube, wenn ich jeden von euch fragen würde, ihr habt da zwei zur Auswahl, der eine hält, der eine spielt Traumpässe, wen stellt ihr ins Tor? Also man nimmt wahrscheinlich immer noch den, der er hält und die Traumpässe lernt er dann irgendwann. Und zum Schluss, aktueller Stand der Torwarttrainerausbildung. Vor genau 4 Jahren habe ich beim ITK die zukünftige DFB-Torwarttrainerausbildung präsentiert. 2011 haben wir angefangen, mittlerweile sind wir drin und es gibt jetzt einen neuen Schritt, werden wir am Ende sehen. Also, die Torwartleistungen der WM. Mein Aufhänger ist eine Schlüssel- oder zwei vielleicht Schlüsselszenen während dieser Weltmeisterschaft. Das eine ist das Tor von Mario Götze im Finale und das andere ist eine Aktion, wahrscheinlich erinnert ihr euch,
in der Nachspielzeit, also Sekunden vor Schluss im Spiel gegen Frankreich, hat der Benzema aus einer ähnlichen Position, ich habe keine genau gleiche gefunden, aber zumindest ähnlich, und das, was ich rüberbringen will, wird dadurch deutlich, die Riesenchance, die der Manuel Neuer hält. Wir sehen sie gleich nochmal, in der Aktion. Was ich in keinem Kommentar gehört habe, dass dieses Tor von Mario Götze technisch klasse, perfekt, super, immer gut, dass das vielleicht zu verhindern war. Und meiner Ansicht nach war das ein ziemlich krasser Torwartfehler. Ich betone deshalb krass, weil das in unseren Torwarttrainerausbildungen ein ganz wichtiges oder eine ganz bestimmte Situation ist, die man als Torwart, in der man als Torwart eigentlich nur eine Chance hat, etwas zu tun. Stellt euch die Distanz vor, der Schütze ist maximal 3 Meter weg vom Torwart. Also der Torwart hat überhaupt keine Zeit mehr zu reagieren. Das Einzige, was er machen kann, ist zu stehen und Fläche zu bieten und angeschossen zu werden. Und genau das hat der Kollege Romero nicht gemacht. Wir schauen uns das mal in bewegten Bildern an, damit wir das noch... Ich suche auch die Maus, da ist sie. Ich habe mal versucht, aber Spezialisten können, die haben das Tor mal dargestellt, diese Milchglasscheibe. Das ist ungefähr, aus dieser Perspektive schwer zu sehen, ungefähr die Fläche, durch die der Ball durch muss, in diesem Fall, um ins Tor zu kommen. Also es gilt für jeden geraden Schuss. Und ich habe mein alter Heimwerkerqualität, habe ich dieses Tor mal gebaut hier. Ich habe im Keller gesucht, ich habe ein orangefarbenes Ding gefunden. Ungefähr diese Fläche, durch diese Fläche muss der Ball bei dieser Situation, um ins Tor zu gelangen. Und jetzt schaut euch das an. Also wenn ich hier stehe und mache die Arme auseinander, ist schon ziemlich, so müsste ich stehen eigentlich, das ist schon ziemlich dicht. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt vorkommen würde, wird das Ding noch kleiner werden. Dieses Wissen muss ein Torwart vor allen Dingen auf diesem Niveau Nationalmannschaft verinnerlichen und heißt nichts anderes, wenn ein Spieler aus Nahdistanz zum Torschuss kommt, zum Abschluss kommt, aus so einer Nahdistanz muss ich nah ran, mein Tor wird kleiner oder die Fläche, durch die der Ball durch muss, wird kleiner, die Trefffläche wird kleiner und ich stelle mich hin und biete Fläche. Mehr andere Chancen habe ich nicht und das muss kann man trainieren und das muss beim Torhüter dieses Niveaus und dieser Klasse erwarte ich das. Ganz zentraler Punkt in der Ausbildung, in unserer Torwarttrainerausbildung, da geht es um Stellungsspiel, Torhüter wissen, aus diesem Winkel, aus dieser Distanz ist mein Tor, mein gedachtes Tor, also diese Milchglasscheibe nur noch so und so groß und entsprechende Reaktion. Hat der nicht verstanden oder hat ihm noch keiner gesagt? Weiß ich nicht. Manuel Neuer, ich nehme die vergleichbare Situation oder ähnlich zumindest. Also er hat es verstanden. Jetzt könnte man im Detail noch an seiner Position ein bisschen schrauben. Er hat immer sehr breite Füße, holt manchmal mit den Armen sehr weit nach hinten aus. Aber was er richtig klasse macht, er steht und reißt nur noch den rechten Arm hoch, um diesen Ball abzuwehren. Was anderes geht nicht. Wenn er jetzt auch spekuliert hätte, schon auf irgendeine Seite hin, wäre er auch dran gewesen. Also deshalb hat mir Manuel Neuer besonders gut gefallen, weil er diese elementaren Torwartfähigkeiten und Aktionen bietet und leistet. Wegen anderer Sachen hat er mir manchmal nicht gefallen, aber hierbei schon. Knapp 1:0. Mit diesem Wissen schauen wir uns mal verschiedene Torhüter an. Guillermo Ochoa, Mexiko. Ich lasse es einfach mal laufen und dann sagen wir was dazu. Und was mir bei dieser Aktion, ich versuche ab und zu mal so ein Detail, ich mache jetzt ein bisschen Torwarttrainerausbildung zu sagen, bei dieser Aktion dann besonders gut gefällt, der steht wirklich ohne große Firlefanz, ohne rumzuhopsen und hat einen sehr schnellen Auftaktschritt und der Abdruck. Blitzschnell kommt er in diese Ecke, macht also keine Luxusbewegung. Manchmal erwischt man Torhüter, die einige noch zusätzliche Bewegung mit den Füßen machen, bei ihm nicht. Er steht, setzt den Fuß, springt und kann diesen Ball dann halten. Also das ist mir zu wenig von einem Ex-Nationaltorwart. Der kommt halt einfach raus, hat er gesagt, der Oliver Kahn. Ihr kennt Oliver Kahn, früher Torwart, heute Fußballphilosoph. Das ist mir zu wenig, der kommt einfach raus. Der macht das absolut Richtige, der kommt sehr schnell raus, macht also das Tor, das Ding, viel kleiner und steht und wendet sich nicht ab, dreht sich nicht ab, bietet Fläche mit der Gefahr, überall getroffen zu werden. Also der kommt einfach nur raus, reicht nicht. Klasse.
Klasse, wie er das macht. Schießen ihm den Ball wunderbar ins... Hätte ich fast... Da traut er sich nicht zu sagen. Und ist Joe da? Nein, aber Neymar ist da! Und Pfosten! Neymar! Ein ähnliches Thema, Kopfball aus 3 Meter, eigentlich keine Chance. Also welche Chance hat er? Er stellt sich hin. Von dem holländischen Torwart habe ich eine Szene, bei der möchte ich noch einen anderen Gedanken loswerden. Auch eine klasse Situation. Er bleibt wirklich lange ganz groß und kann so den Ball mit den Fingerspitzen noch zur Ecke lenken. Es gibt viele Torhüter, die in der Situation mit einer hohen Dynamik nach vorne kommen. Ich sage manchmal, die machen den einfachen Wiese, Füße voraus und stürzen sich dem Ball entgegen und werden überloppt. Übrigens wäre dieses Tor, wäre diese Chance das 2:0 für Spanien gewesen. Ich bin jetzt beim anderen Thema, Bernd, entschuldige, dass ich da eingreife. Es wäre das 2:0 für Spanien gegen Holland gewesen. Und wer weiß, wie die WM dann gelaufen wäre. Es hängt dann vielleicht an dieser Situation und das Turnier kriegt für beide Mannschaften eine andere Richtung. Aber nochmal zum Torwart. Dieser holländische Torwart Cillessen, ich kannte den vorher nicht. Sehr ruhig, sehr abgeklärt. Kein Firlefanz, kein Theater, keine Luxusbewegungen. Und das ist einfach effektiv, so wie er da hält. Effektiv. Claudio Bravo, kann man nur sagen, Bravo. Einer der besten, fand ich, die ich gesehen habe in den Spielen. Wir schauen uns mal die Szenen an. Eben noch mit den Fingerspitzen drankommt. Und das funktioniert nur, wenn der wirklich technisch perfekt ist. Es geht um die Technik. Der macht auch nur einen Auftaktschritt, wird ganz lang und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Also auch Claudio Bravo. Bravo. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der geht zum Costa Rica. Keylor Navas. Wirkt auf den ersten Blick nicht so riesig. Ist er wahrscheinlich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie groß er ist. Aber ein sehr schneller Torwart. Ganz schnell, man sieht es noch in der Wiederholung nochmal, sehr, sehr schnell das Tor kleiner macht in der Situation und dann zum Stand kommt und dann noch reagieren kann. Also exzellent in dieser Situation. Sehr beweglicher Mann, der sehr schnell auf den Füßen ist. Und was er den nicht festhält, ist überhaupt gar kein Problem. Die andere Situation war vorher wichtiger. Oder? Er kann auch Freistöße halten, auch leichtfüßig, ein Schritt nur, Abdruck und den Ball um den Pfosten gelenkt. Also dazu braucht es nicht unbedingt Torhüter, die 1,90 groß sind. Die Diskussion kennt ihr auch. Also wenn man über Torhüter redet, redet man auch über ihre Körpergröße. 1,84 kommen schon einige Stirnfalten bei einigen Leuten. 1,84, ob der zu groß ist oder 1,83, 1,82 geht schon gar nicht. Aber 1,84 und 1,88, das ist so ein Unterschied. Also das kann es nicht sein, die nackte Größe, diese 4 Zentimeter kann es nicht sein. Ich glaube, da spielt mehr eine Rolle, das Bild, das er bietet, seine Konstitution oder wie er auf die Spieler wirkt. Kommen wir zum besten Torhüter der Welt, ist er im Moment, glaube ich. Also beeindruckend, mit welch einem Selbstbewusstsein der im Tor steht. Manchmal haben mir die gegnerischen Spieler leid getan. Ich sage, versucht's doch erst gar nicht. Das lohnt sich doch nicht, aufs Tor zu schießen. Der hält den ja sowieso. Und wir schauen uns mal ein paar Situationen an von ihm. Das sind so Situationen, wo man diskutieren darf. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Die vielleicht noch, weil er deutlich eher am Ball ist, aber trotzdem den Spieler abdrängen kann. Aber das ist so ein Grenzfall, wo man diskutieren muss und wo man nicht als Trainer auch eine Entscheidung treffen muss, letztlich in der Zusammenarbeit mit seinem Torwart oder Torwarttrainer. Wollen wir so spielen? Müssen wir so spielen? Oder? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Das ist eine Situation, da würde ich meinem Torhüter verbieten, rauszukommen. Warum? Der Innenverteidiger ist ja voll involviert in dem Tor. Der ist ja dran an dem. Das ist Mats Hummels. Warum muss ich da hin? Wenn der Ball, ich weiß nicht, ob man das gleich nochmal sieht, in dem Moment, wo der Ball runterkommt, wenn der algerische Spieler da einen Fuß unter den Ball kriegt, springt der hoch über den Neuer ins Tor. Also, wie er es löst, dann am Ende erfolgreich. Aber wenn ich sag meinen Torhütern lieber, wenn ein Abwehrspieler dabei ist und der Ball ist noch 20 Meter vorm Tor und da ist so ein Mats Hummels dabei, nein, will ich dich nicht da sehen. Ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt jeder eine andere haben oder darüber diskutieren. Also, das ist diskussionswürdig. Und in dem Fall
wäre meine Entscheidung auch, ihm zu raten, dann nicht hinzugehen. Denn der Abwehrspieler ist auch dran. Ich weiß nicht, ob das der Mats Hummels, eben war es der Boateng, glaube ich. Da ist der Abwehrspieler auch dran. Muss ich Ecke 16er mit so einer Dynamik in diesen Mann gehen oder in diesen Zweikampf gehen? Er bekommt natürlich, er spielt den Ball, aber ich habe es eben gesagt, Schiedsrichter haben gesagt, da könnte man auch was anderes pfeifen. Also es ist diskussionswürdig und jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Vielleicht schauen wir uns noch mal die gesamte Situation an. Wenn Messi dabei ist. Oh no. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gefährliche Situation ist. Der Flugball, den der erstmal verarbeiten muss, der Abwehrspieler ist dicht dran, muss ich das riskieren. Denn wenn der Schiedsrichter auf Elfmeter gezeigt hätte, hätten wir 1-0 zurückgelegen vielleicht und wären nicht Weltmeister geworden. Also das sind Grenzbereiche, die vielleicht jetzt in dem Moment für ihn gestimmt haben, aus seiner Sicht so, aber ich bitte darum, sorgfältig darüber nachzudenken und in seinem Spiel Torhütern auch dann Hilfen zu geben, muss das sein oder muss das nicht sein. Was der Schiedsrichter daraus gemacht hat, geht natürlich nicht, habe ich schon gesagt. Freistoß gegen oder für Manuel Neuer, weil der Higuain sich so unfair verhalten hat. Das geht nicht. So leid mir das tut, aber ich habe zwei Beispiele von Torhütern, die dann auch mal wirklich daneben gegriffen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Der russische Torhüter, der Akinfeev, das ist so ein Albtraum, was eben passiert ist gegen Südkorea. Und der junge Mann hat mir leid getan. Der große Iker Casillas, über lange Jahre weg, einer der weltbesten Torhüter, auch von seinem Spiel. Und dass ihm das da passiert hat, nicht nur das in diesem Spiel, das tat schon weh und auch die gesamte spanische Mannschaft ist dann mit untergegangen und er ist dann auch mit untergegangen. Gerade als guter Fußballer wäre ihm das vor einiger Zeit noch nicht passiert, aber das spiegelt so ein bisschen den Zustand, seinen Zustand wieder, vielleicht auch den Zustand der Mannschaft wieder. Schade, dass das so passiert ist. Schade, dass das so passiert ist. Aber davon gab es halt nicht so viele. Eine Szene, ich schaue dann immer, wenn ich solche Spiele beobachte und Torwartleistungen versuche zu bewerten, dann gibt es immer so ein paar Themen, die aktuell sind. Und für mich ist seit einiger Zeit eine Situation aktuell, ich zeige sie euch zunächst mal und sag was dazu, wo ich glaube, dass Torhüter anders agieren können oder müssen teilweise auch. Und es startet der Ball. Also Situation, der Ball ist außen, Spieler kurz vor der Torlinie bringt den Ball nach innen und jeder auf dem Platz, jeder auf den Zuschauern sieht, was passiert. Der spielt einen Querpass vors Tor. Und jetzt die Frage, kann der Torwart da anders agieren? Alle Torhüter, fast alle Torhüter stehen am ersten Pfosten, halten den teilweise auch noch fest, sehen wir, und drehen sich dann, versuchen noch zu reparieren. Aber wenn der Ball durchgeht, ist er drin. Es kommt ein Stürmer an den Ball, ist er drin. Warum nicht das kleine Risiko eingehen? Und hier wieder Bravo. Ich behaupte, wenn der einen Meter weiter im Feld steht, also hier ungefähr steht, hat er eine Chance, diesen Ball zu bekommen. Der war nämlich nicht sehr fest. Das war kein harter Schuss nach innen. Und dann kann er den entschärfen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ihr dem abrutscht und in die kurze Ecke schießt, aber passiert so gut wie nicht. Es gibt noch eine Szene und die ist ganz deutlich, denke ich, die macht dieses Problem ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob der Julio Cesar einen Vertrag mit dem Torhersteller einer, der hält das Tor fest und testet die Standfestigkeit. Also so gar nicht, so darf er nicht stehen und der Ball geht 2 Meter von der Grundlinie durch den Torraum. Also solche Situationen, ich empfehle, den Torhüter mindestens 1 Meter weg vom Pfosten zu stellen, dass er noch so gerade vielleicht mit der Hand an den Pfosten kommt oder, wenn man mutig ist, auch ein bisschen weiter. Denn der Spieler außen, sieht man jetzt in der Zeitlupe noch, der schaut nicht mehr nach innen, wo der Torwart steht, sondern der ist nur darauf bedacht, den Querpass zu spielen. Und den muss ein Torwart abfangen und nicht durchlassen, dann ist er eh drin. Also das ist eine Situation, es gibt immer mal wie so bestimmte Situationen, die beschäftigen dann, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was falsch gemacht? Okay, eine Situation, das lasse ich aber jetzt. Ich hoffe, das regt ein bisschen zur Diskussion an, wie man damit umgeht oder wenn man solche Szenen mal sieht oder seinen Torhüter aufzufordern, da ein bisschen mutiger zu sein und dann mal im Feld zu stehen. Das nächste Kapitel
der moderne Torwart. Das geht jetzt seit einiger Zeit schon durch die Presse. Weiß übrigens jeder, seit wann die Rückpassregel geändert wurde? Weiß das jemand spontan? In welchem Jahr? 92 war es. Also man vergisst, 1992 wurde sie wirksam. 92. 92. Okay, wir gucken nachher. 1992, schon so lange. Sie kennen noch, oder ihr kennt noch alle Rüdiger Vollborn, Bayer Leverkusen, der hat mir mal gesagt, als die Rückpassregel verändert wurde, war das mein Karriereende, weil er jetzt plötzlich Rückpässe verarbeiten musste. Also ich behaupte mal, ich will das ein bisschen dämpfen, diese Euphorie um diesen modernen Torwart. Ich habe eben gesagt, ich habe vor 33 Jahren Fußball gespielt oder aufgehört. Ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo ich 30 Meter vor dem Tor stand. Wir hatten mal einen Trainer in Düsseldorf, Heinz Höher, der hat gesagt, letzten 10 Minuten, wenn wir Rückstand liegen, Mittellinie, Abseitsfalle. Ihr bleibt an der Mittellinie stehen. Und Spieler standen alle so an der Mittellinie. Aber es hat funktioniert. Totaler Druck auf den Gegner. Nur noch Pressing gespielt. Heute sagt man Pressing gespielt. Ich stand 30 Meter vorm Tor. Jeder lange Ball, der gespielt wurde, und die Spieler haben gewartet, um nicht ins Abseits zu gehen, war leichte Beute für mich. Also da kann ich mich erinnern, dass das auch schon früher der Fall war, dass Torhüter weit draußen gespielt haben. Oder mein Libero bei Fortuna Düsseldorf war, vielleicht erinnert ihr euch noch an Gerd Zewe. Das war eigentlich der Spielmacher, der war nie hinten. Und Gerd Zimmermann, der Innenverteidiger, ist gerne mal über die Mittellinie und kurz nach der Mittellinie hat er aufs Tor geschossen, aufs Gegnerische. Also war da schon viel Luft. Deshalb gab es auch da Situationen so mit modernen Torwart. Also ich war ein moderner Torwart, will ich sagen. Kurze Rede, langer Sinn. Ich war ein moderner Torwart. Die Rückpassregel hat zunächst mal das Spiel der Mannschaft beeinflusst, die nicht im Ballbesitz ist. Also da der Torwart nicht mehr zurückgespielt werden durfte, der den Ball sichern konnte, gab es nicht mehr den absolut sicheren Ballbesitz, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Also konnten Mannschaften höher attackieren, mal ein Pressing spielen, weil ja da keine richtige Sicherung mehr da war. Früher haben wir gesagt, wenn es eng wurde, haben sie mir die Kugel gegeben und gesagt, Moment mal. Aber das ging dann nicht mehr. Also hat sich das Spiel, das Abwehrverhalten verändert der Mannschaften. Und Folge davon, dass halt eine Anspielstation mehr gebraucht wurde, der Torwart häufiger Rückpässe verarbeiten musste. Aber schaut euch die Rückpässe an, die passieren. Also ich behaupte, ich riskiere das jetzt mal, 90% der Rückpässe ist leichter Kram. Das ist ein Pass, der auf dem Boden ist, ein flacher Ball, der mit der Innenseite verarbeitet werden kann und der meistens mit der Innenseite weitergespielt wird. Oder mal als Flugball. Aber passen mit der Innenseite oder ein Spannstoß gehörte immer schon zum Repertoire, zum Technikrepertoire eines Torhüters. Dass sich was verändert hat, das Spiel verändert hat, ohne Frage. Aber ich weigere mich immer so sehr, diesen modernen Torwart ganz hoch zu halten. Der Torwart als Libero, ich glaube, der Frank hat es gestern gesagt, als Spielmacher demnächst, hoffe nicht. Ich halte es immer noch für wichtig, dass ein Torhüter halten kann. Ich habe ungefähr, übrigens waren bei der WM auch, pro Halbzeit haben die Torhüter so um die 13 Aktionen gehabt. Könnt ihr mir sagen, wann das war? Das ist eine Halbzeit, die Aktion eines Torhüters in einer Halbzeit. Könnt ihr mir sagen, wann das war, aufgrund der Beschreibungen dieser Aktionen? Ich glaube, das ist meine Terminologie jetzt da. Man könnte jetzt raten, aber wissen kann man das nicht, behaupte ich, aus dieser Aufstellung. Oder, weißt du, damit ist anders, ein anderes Spiel, eine andere erste Halbzeit eines Spiels. Ich behaupte, man kann es nicht erraten. Bei dem ersten hier habe ich ein bisschen geschummelt. Jetzt ist es richtig. Also das war vor der Rückpassregel. Da gab es also nicht, hier, da steht immer Pass kurz, ab Rückpass, da gibt es 3 Rückpässe und in Wahrheit war das dann Aufnehmen, Abwurf kurz. Also das, sonst wäre es ja leicht gewesen. Das war ich selbst, 1978 im Pokalfinale gegen den 1. FC Köln. Ganz normales Torwartzeug, sage ich mal. Wie heute auch. Sieht Spiele. Und das war Tim Howard, Tim Howard, USA gegen Ghana bei der WM. Das. Also wenn man sich die Mühe macht und bewertet die Torwartaktionen in einem Spiel, dann sieht man, wie früher, ungefähr 13 pro Halbzeit, das war 78 waren es 13, hier glaube ich auch 13 pro Halbzeit. Das meiste dafür, die meisten Aktionen davon brauche ich gar keinen Torwart.
weil das jeder von euch, der ein bisschen sportlich talentiert ist, erledigen kann. Aber ich brauche auch keinen Torwart für die Ausflüge von Manuel Neuer. Hätte ich lieber den Mats Hummels dafür oder den Jerome Boateng. Die können das wahrscheinlich noch besser. Aber ich brauche den Torwart für die zwei, drei, jetzt gibt es so Statistiken nach der WM, 4 Torschüsse aufs Tor, so bewegt sich zwischen 4 und 8, 8 war schon hoch. 4, also richtige, ich sag mal richtige Torschüsse, wo ein Tor rausfallen kann, wo der Torwart zu einer echten Aktion gezwungen ist. Für diese Aktionen brauche ich einen Spezialisten. Aber diese Aktionen sind halt die Aktionen, die Einfluss aufs Ergebnis nehmen. Das sind die heißen, ich nenne mal die heißen Situationen. Und das ist auch so bei uns in der Torwarttrainerausbildung. Jetzt schaffe ich den Übergang zur Torwarttrainerausbildung. Das sind auch Inhalte, solange ich dafür verantwortlich bin, wird es so sein. Vielleicht macht das irgendeiner nach mir mal anders. Aber bei mir steht der Torwart im Mittelpunkt, der Held. Und deshalb brauche ich auch einen Trainerspezialisten, der sagen kann, hier dem Torwart von Argentinien, der sagen kann, das war falsch, das war für mich ein krasser Torwartfehler. Oder auch im Detail oder Details sieht, die letztlich zu einer falschen Aktion eines Torhüters führen. Deshalb brauchen wir Spezialisten als Torwarttrainer, aber wir brauchen sie für die Aktionen vor dem Tor, im und vor dem Tor. Also bei mir wird er nie Torspieler heißen. In einem kleinen Dorf, Ländchen Südosten Deutschlands heißen die Torspieler. Verleitet meiner Ansicht nach manchmal dazu, zu sehr an dieses Mitspielen zu denken. Das gehört heute dazu, aber im Leistungsbereich, im höheren Amateurbereich, im Profibereich können die alle heute einen Pass spielen und einen Flugball spielen. Das ist nicht mehr das Problem. Ich glaube, der Casillas war die einzige Situation, wo ein technisches Problem bei der Ballannahme zu einem Tor führt oder wo ein Fehlpass zu einem Tor führt. Das gibt's nicht mehr. Aber man sieht, der Ball rutscht durch oder der macht das Tor auf. Das gibt's immer noch. Das gab es und gibt es immer noch. Deshalb meine Bitte, kümmert euch um Torhüter. Die heißen so, weil sie den Job haben, das Tor zu hüten. Torwart, Torhüter. Ich glaube, die Österreicher sagen Tormänner, ich weiß in anderen Ländern, und nicht Torspieler. Gibt's bei uns nicht. Eine Übersicht für alles. Ich glaube, das schafft ihr. So wird es ab nächstes Jahr sein. Vor 4 Jahren habe ich auch so ein ähnliches Bild gezeigt. Da war aber hier oben noch die Abteilung ein bisschen anders. Ich fange mal kurz unten an. Wir haben jetzt gerade zum neuen Jahr ist die Trainerausbildung ein bisschen renoviert worden, in dem Sinne, dass Bezeichnungen sich verändern. Also in der Struktur, es wird irgendwann nochmal veröffentlicht oder ist vielleicht schon veröffentlicht. Es wird also, früher hieß das hier unten Basislehrgang, jetzt haben wir das genannt Teamleiter. Und was hier unten steht dann, dieses Profil, diese Woche Torwarttraining kann dann mit einem anderen Profil, Erwachsene oder Jugend, dann zu einer C-Lizenz aufgebaut werden. Für wen das ist, seht ihr hier, für alle, die sich für Torwarttraining interessieren, man braucht keine Vorbildung, man braucht keine Lizenz vorher dazu, alle Interessierte, ist in den Landesverbänden mittlerweile etabliert, denn es wird von den Landesverbänden durchgeführt. Und was zu den Inhalten sage ich jetzt nicht, da sind so ein paar Stichpunkte, die ihr seht, muss ich jetzt nicht länger ausführen. Die zweite Stufe, die macht der DFB, seit 4 Jahren ich persönlich, jedes Jahr mindestens 4 dieser Lehrgänge in Deutschland verteilt, an unterschiedlichen Orten. Der Zugang zu diesem, da steht mindestens B-Lizenz, das ist jetzt noch C-Leistungsfußball, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Der Zugang ist auf zwei Arten möglich. Entweder man hat diesen Teamleiter-Torwart in Verbindung mit einer C-Lizenz gemacht oder man besitzt eine B-Lizenz, hat eine Historie als Torwart oder als Torwarttrainer, also C-Leistungsfußball noch heute, kann dann direkt da rein. Das sind sehr heterogene Lehrgänge dieser Leistungsebene. Da kann ich jetzt nicht so inhaltlich zu den Teilnehmern viel sagen. Die sind sehr heterogen, also vom Bundesliga-Torwarttrainer bis zum Torwarttrainer einer C-Jugend und einem A-Klassenverein. Dann denkt man mal, oh Gott, geht das? Das geht. Macht sogar Spaß, weil die befruchten sich gegenseitig. Der eine lernt was von dem Trainer, der schon lange im Jugendbereich trainiert, und der Torwarttrainer, der gerade da reingerutscht ist, weil er Ex-Profi ist,
ist methodisch noch nicht so weit, lernt von dem und der andere guckt natürlich zu dem Profi, Ex-Profi auf und so weiter. Macht Spaß, diese Lehrgänge durchzuführen, kann ich euch sagen. Für so die Zielgruppe, und das ist auch dann inhaltlich so gestaltet, sind dann Torwarttrainer, die in Jugendleistungszentren sind, die in unseren Stützpunkten sind, im höheren Amateurbereich sind. Und als on top wollten wir eigentlich sowas wie einen Profikurs machen, so hatten wir es mal genannt. Und jetzt ist im letzten Jahr die UEFA auf den Plan getreten und hat ein UEFA-Torwarttrainer-Diplom entwickelt. Die Voraussetzungen seht ihr, Dauer seht ihr auch, wird der DFB durchführen. Die Voraussetzungen sind, das ist jetzt für den Einstieg mindestens UEFA-B-Lizenz, noch C-Leistungsfußball und Hauptberuflichkeit. Jetzt habe ich versucht, und ich muss nur eins sagen, diese Lehrgangsstruktur ist eine sehr interessante, die kennen wir in Deutschland noch nicht. Diese 120 Lerneinheiten sind gesplittet, die Hälfte davon wird zentral durchgeführt in Lehrgängen, in 2, 3, 4, 5 Tageslehrgängen und die andere Hälfte ist begleitete Arbeit im Verein. Also ich gehe dann als Ausbilder, ich darf das machen, ich gehe als Ausbilder in den Verein, da trifft sich dann einer ist der Gastgeber, treffen sich 2, 3 andere aus dem Kurs und der Gastgeber präsentiert dann Torwarttraining und darüber wird dann gesprochen, diskutiert und so weiter. Erfordert einen hohen Zeitaufwand, aber für mich einen hohen Zeitaufwand, weil das ganz was Neues ist und Prüfung ist dann auch im Verein, aber ich glaube, es ist spannend, das zu sehen. Ich habe ursprünglich gedacht, ich nehme alle Torwarttrainer der ersten Liga für den ersten Pilotkurs. Geht nicht, weil die nicht die Voraussetzungen erfüllen. Dann habe ich jetzt also handverlesen mir 16 Leute ausgesucht, die Voraussetzungen erfüllen, von denen ich auch weiß, dass da Input kommt, die aktiv sind, die interessiert sind. Und mit denen werde ich im Laufe der Saison diesen Kurs durchführen. Und dann wird daran gearbeitet, die UEFA ist da auch noch offen dafür, das ist noch nicht in Stein gemeißelt alles, sondern da wird noch ein bisschen offen, sind noch ein bisschen offen für Veränderungen. Was wir bisher gemacht haben, deshalb ungefähr, ich habe mal über den Daumen gezählt, ungefähr 1500 Leute schon, die diese Ebene absolviert haben in den letzten 3,5 Jahren, ungefähr 380, die da waren und der Pilotlehrgang wird in dieser laufenden Saison auf der Ebene UEFA-Torwarttrainer-Diplom laufen. Was dann noch kommen wird und muss, jetzt haben wir Leute ausgebildet und es ist noch keine offizielle Lizenz, es ist eine Zusatzqualifikation, also bis zur Ebene Leistungskurs. Und ich habe mich bis jetzt auch dagegen gewehrt, dass es eine offizielle Lizenz wird. Da muss man nämlich sich Statuten, Richtlinien unterwerfen, man muss Prüfungsordnungen schreiben und so weiter. Und solange das noch, dieses Gebilde noch relativ offen ist, wo ich auch noch selbst lerne und Einflüsse mit integrieren kann, ist mir diese Situation lieb. Da gibt's auch keine Prüfung am Ende dieses Lehrgangs. Ist auch eine ganz angenehme Lehrgangssituation. Nicht am zweiten Tag kommen schon die ersten gelaufen, was denn wohl in der Prüfung drankommt. Kostet Zeit. Also die Leute sind ausgebildete Trainer und qualifizieren sich zusätzlich. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Beim UEFA-Torwarttrainer-Diplom wird es natürlich eine Prüfung geben, die dann vor Ort im Verein stattfindet. Also ihr seht, der wichtigste Spieler einer Mannschaft ist der Torwart. Es gibt keine andere Position, für die es eine spezielle Trainerausbildung gibt, nur für den Torwart. Deshalb meine ich, der Torwart ist der wichtigste. Und ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Fußball ist so lange ein Mannschaftssport, bis der Torwart einen Fehler macht. Dann kapieren sie es alle, auch Bela Reti kapiert es dann. So, das jetzt war es der Torwart und jetzt ist klar, wer das Spiel verloren hat. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig und nötig, Spezialisten auszubilden, die sich um diese besondere Position kümmern. Der Lutz hat eben gesagt, Torhüter und Linksaußen. Ja, alter Spruch, so ein bisschen Wahrheit steckt ja auch in so dummen Sprüchen drin. Sagen wir, es ist ein dummer Spruch. Aber man muss schon in gewissem Sinne wahnsinnig sein, um ins Tor zu stehen und diese Verantwortung zu übernehmen. Wenn das immer so gut funktioniert wie bei Manuel Neuer, klasse. Aber ich heb noch mal den warnenden Zeigefinger. In der Euphorie ist das alles super, aber wenn man das mal realistisch betrachtet, so wie ich es versucht habe jetzt, dann muss man eine eigene Meinung dazu finden und seinem Torhüter dann auch helfen, dass der nicht jetzt, der Neuer macht's auch, also ab die Post raus und ich hau sie weg, die Mittelstürmer da. Das wollen wir nicht. Danke für eure Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, gerne. Frage zu Manuel Neuer. Wenn du ihm den Rat gibst,
geh nicht so weit raus. Da ist ein Abwehrspieler von dir, lass den das machen. Verunsicherst du nicht den Manuel. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein so guter Fußballer, da kannst du ruhig sagen, Junge, mach das. Nein, ich verunsichere den überhaupt nicht, glaube ich gar nicht. Wenn ihr euch an die Situation erinnert mit dem Higuain, wenn man dann die Reaktion von Mats Hummels, der dabei war, sieht, durch die Aktion von Manuel Neuer, nimmt er den Mats Hummels aus dem Spiel. Der Mats Hummels dreht ab und kann nicht mehr eingreifen, wenn irgendwas passieren sollte. Also der kann, der ist so gut, der schafft das, wenn ich ihm sage, ich sage ihm mal nicht, geh nicht so weit aus dem Tor, ich sage ihm halt, bei bestimmten Situationen gehst du nicht so weit aus dem Tor. Oder wägst ab, da ist ein Abwehrspieler dabei, da muss ich nicht hin. Denn wenn man das nochmal anschaut, ich glaube, das ist das Argument, er nimmt den Mats Hummels raus, der dreht ab und ist nicht mehr, kann nicht mehr eingreifen, nur noch Neuer. Und deshalb würde ich ihm das trotzdem so sagen, der schafft das, Willi, keine Angst.